Hallo, herzlich willkommen zurück hier am Freitag, am Snooze-Tag, endlich wieder. Und diesmal gibt es keinen Lös. Nein, es gibt heute endlich mal einen Portion Snooze, den ich von dem Willi zugeschickt bekommen habe. Und ist auch von Swedish Match. Und zwar geht das heute um den Grow X Range. Und den werden wir uns mal genauer angucken. Und ist er gut, ist er schlecht? Das seht ihr jetzt. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier beim Diverses-Kanal am Freitag mit dem Snooze-Review. Und heute kümmern wir uns ja um den Growth X-Range. Und der Growth X-Range ist ja so eine Sache. Die X-Range-Serie ist ja jetzt von Swedish Match schon etwas länger auf dem Markt. Wir hatten auch vor langer Zeit schon mal den General X-Range. Der war eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Und jetzt gibt es auch noch den Grow X-Range. Da wurde ja jetzt schon viel gesagt, der ist ja nun nicht ganz so gut. Ich habe jetzt zwei Dosen davon circa schon mal so in die Tage über weggesnackt, sage ich mal so. Und ja, jetzt, weil ich hatte mit dem Willi, vielen Dank nochmal, wir hatten da ein bisschen getauscht und er mag den wohl nicht so und dann hat er mir dann die restlichen drei Dosen davon geschickt. Einen anderen haben wir auch noch, der kommt dann nächste Woche. Und ja, wie gesagt, ich kenne ja den Grow schon, wir hatten ja schon mal den Grow Portion Original. Den hatten wir schon mal, den hat mir damals der Michael auch zugesendet, nochmal lieben Dank, auch natürlich an den Willi lieben Dank, dass ich die mal probieren durfte. Und der Grow Portion, der war eigentlich gar nicht schlecht, schön kräftig, Tobak-Smack, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das da drauf stand. Und ja, nun gibt es auch die X-Range-Serie und ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt erstmal an, die Dose und dann auch den Inhalt und dann machen wir mal den Geruchs- und Geschmackstest. Und dann gucken wir mal, was denn dabei genau rauskommt. Ja, so sieht die Dose aus. Wir haben hier die klassische Swedish Match Dose mit dem großen Entsorgungslid hier oben drauf. Das kennen wir. Das Ganze wird auch nach dem Gotia-Tech-Verfahren hergestellt. Next Generation Snooze, X-Range, Grow, ne, Long Lasting, ne, also lange, langer Geschmack, Slim, Large Portion, zeige ich gleich nochmal, und Minimal Drip, also läuft sehr wenig, was ja eigentlich gar nicht mal ab und zu bei der Arbeit gerade oder so gar nicht so schlecht sein kann. Gut, dann gucken wir mal rein, wie das aussieht. So sehen die Portions aus, es sind diese ganz berühmt-berüchtigten Slim, Large Portions, sind leicht feucht, sieht gut aus, fühlt sich schon mal gut in der Hand an, also auch ideal für den Mund, und ja, also sieht so auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus und macht eigentlich schon mal einen typisch klassischen Swedish Match Eindruck, also halt hohe Qualität. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir mal um und dann wollen wir mal kicken, nach was der denn riecht. So, wir kennen das ja vom Grow, der hat ja richtig schön ordentlich gerochen, schön nach Tabak. Wir haben hier ein schönes, ja, es ist wieder dieses schöne Portion Snooze Aroma, ein bisschen Raucharoma mit drin im Hintergrund. Riecht also im Prinzip schön kräftig auch nach Tabak, macht also in dem Sinn eigentlich schon mal gar nicht so einen schlechten Eindruck. Damals, der Uwe hat das ja auch schon mal reviewed und der fand ihn ja nicht so gut. Wir gucken mal, also wir werden uns jetzt mal hier so eine Portion reinziehen und dann werden wir uns mal gucken, was denn dabei genau rauskommt. Wir machen unseren besonderen Trick. Jetzt hat es funktioniert. Ja, wenn die ihn rein nimmt, haben wir, finde ich, zu Anfang leicht salziges, ganz leicht salziges Aroma. Geschmacklich ist der jetzt nicht so penetrant. Also wir haben das hier eher so ein bisschen sehr im Hintergrund drin. Tabakaroma kommt leicht durch. Es dauert aber wirklich eine Weile, deswegen machen wir jetzt die 15 Minuten Pause und dann melden wir uns gleich mit dem Geschmack zurück. Also bleibt dran, bis gleich.
So, da sind wir wieder. 15 Minuten sind vorbei und der Grow hat seinen Geschmack entfaltet. Wir haben hier bei den X-Range, das war aber auch schon bei den General X-Range Serie so, die sind jetzt geschmacklich nicht ganz auf dem Höhepunkt. Das heißt, ihr habt hier mehr so einen Geschmack im Hintergrund. Das Ganze erinnert mich nicht an den Grow Portion, würde ich jetzt mal sagen. Den Grow Löw hatte ich noch nicht. Der wird aber auch irgendwann nochmal folgen. Das Ganze ist, wie soll man das beschreiben? Also wir haben hier ein leichtes Tabakaroma, wobei ich manchmal denke, dass hier das Raucharoma so ein bisschen sehr doll in den Vordergrund rücken wollte. Ansonsten ist das Tabakaroma jetzt gar nicht so verkehrt. Also es wird ja jetzt immer viel gesagt, oh Gott, und der ist Mist und bloß nicht und und also es gibt weitaus schlechtere Snooze, liebe Leute, und ich sag mal so, er trifft jetzt nicht unbedingt, denke ich mal, jedermanns Geschmack. Es wird sicherlich Leute geben, die den mögen, und Herrgott, ich sag mal so, ich möchte ihn eigentlich, weil es ist eigentlich, ist, wie soll ich das sagen, Swedish Match ist ja eine tolle Marke und man erwartet dort Qualität. Die Erwartungen sind immer hoch, gerade auch bei uns, wir kommen ja nicht so einfach an den Snooze, und da ist es natürlich dann ärgerlich, wenn man mal eine Sorte hat, die jetzt einem nicht ganz so doll schmeckt. Ich finde den Grow X-Range jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe wirklich schon weitaus schlimmere Snooze probiert. Ich habe aber natürlich auch weitaus bessere Snooze-Sorten probiert. Ich denke mal, es ist jetzt fehl am Platz, ihm hier eine wirklich bestiale, schlechte Bewertung zu geben. Denn für mich stimmt die Qualität. Der Geschmack ist natürlich, es ist Geschmackssache. Es ist ein bisschen, ja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftiger Geschmack. Es ist mal was anderes. Es ist mal ein neuer Versuch, denke ich mal, von Swedish Match auch mal was anderes rauszubringen. Man muss, macht euch selber mal ein Bild davon. Ne? Die Dose kostet ungefähr 3,50 Euro. Sind, ich glaube, 24, steht hier eigentlich auch immer drauf. Oder auch nicht. 24 Stück sind dort drin. Eigentlich stand das doch hier, oder habe ich mich jetzt schon wieder verguckt? Ja, also irgendwie so um die 20, 24 Snooze-Dinger sind da drin. 18,9, 0,9 Gramm Nikotin haben wir. Ist von der Wirkung her eigentlich recht noch in Ordnung. Ja, sind natürlich nicht so schön zusammengelegt wie beim Göteborgs Rapé, sondern auch wieder einfach nur reingeschmissen. Ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber sieht natürlich beim Göteborgs Rapé natürlich unglaublich cool aus. Ja, kommen wir zum Fazit. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, den auch zu reviewen, weil wir haben hier wirklich nicht doll was an Geschmack. Wenn, dann habe ich halt nur dieses Raucharoma ziemlich doll drin eigentlich. Tabakaroma ist, wenn das natürliche Tabakaroma hier ist, also nichts groß hinzugesetzt, so wie Minze oder irgendwas anderes, Sherry oder wie auch immer. sondern wir haben hier einfach, sag ich mal, einen leicht ehrlichen Tabak. Er ist natürlich nicht so gut wie der Grow Portion, also die normale Variante davon, den Grow Löw, kann ich noch nicht sagen. Den hatte ich jetzt noch nicht. Aber es geht noch. Ne? Deswegen würde ich ihm in der Wertung jetzt mal eine 6,5 von 10 Punkten geben, weil es gibt durchaus wirklich schlimmere Snooze-Sorten. Und für mich zumindest jetzt. Aber das ist, wie gesagt, alles auch Geschmackssache. Probiert ihn ruhig mal aus. Es ist vielleicht mal ein Versuch wert. Ihr müsst ja nun nicht gerade gleich 10 Stück davon nehmen. Probiert erstmal eine Dose und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Und wie gesagt, so ganz so schlimm ist er nicht. Also gibt es von mir für den Grow X-Range 6,5 von 10 Punkten. Wie gesagt, er ist durchaus ein Versuch wert. Und vielleicht konnte ich ja jetzt den einen oder anderen ja doch nochmal positiv überzeugen. Wir gucken nochmal, es gibt noch mehr aus der X-Range-Serie, die werden wir sicherlich in naher Zukunft auch irgendwann nochmal machen. Vielleicht ist dort nochmal ein besserer bei. Mir gefiel auch der General X-Range ein bisschen besser, muss ich natürlich zugeben, aber ganz so schlecht finde ich den Grow auch nicht. Also es geht, liebe Leute. Also es gibt da wirklich schlimmere Sachen. Wenn ich zum Beispiel an den Al Capone Snooze oder an Viola Kritz denke, den kommt auch, den traue ich mich schon gar nicht zu machen. Gut, also 6,5 für den Grow X-Range. So, dann geht's weiter am Sonntag mit einem weiteren Schnupftabak von einem Zuschauer, der den selber gemacht hat. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Das wird ganz lustig. Dann kommt am Sonntag, nicht verpassen, wir sind heute Morgen schon dort gewesen, das 100 Abonnenten-Special von Diverses Bier, Haus der 131 Biere. Wir waren heute Morgen schon da und ja, die Biere stehen hier schon im Kühlschrank bereit für heute Abend, und am Sonntag wird das Ganze dann veröffentlicht, und da könnt ihr
euch selber mal einen Einblick von machen. Wird auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, und nächste Woche am Montag geht es dann weiter mit dem Grizzly Wintergreen. Wieder mal ein bisschen Dip-Zeit hier. Also freut euch drauf, das Programm steht und die Tutorials hoffentlich kommen dann auch nächste Woche. Es ist nicht ganz so einfach, es ist ein bisschen aufwendiger, die zu machen, also seid nicht böse, wenn ich es nicht gleich schaffe. Ich gebe mir allergrößte Mühe, die möglichst schnell reinzuhauen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss und habt ein schönes Wochenende.